Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute schauen wir uns eine Rechnung an, die alle Pflichtangaben, die gesetzlich vorgeschrieben sind, enthält, und worauf wir bei den Rechnungen achten müssen, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Video. Wie eine Rechnung auszusehen hat und welche Pflichtangaben gesetzlich vorgeschrieben sind, das findet ihr im Umsatzsteuergesetz § 14. Das werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. So könnt ihr hier nachlesen, welche Angaben denn wirklich angegeben werden müssen. Denn es gibt auch spezielle Fälle, wo zum Beispiel auch eine Aufbewahrungspflicht als Angabe mit auf die Rechnung muss und vieles weitere. Also liest euch das unbedingt nochmal unten durch. So, des Weiteren schauen wir uns gleich an, welche Pflichtangaben, wie gesagt, standardmäßig sein müssen. Vor allem für Online-Händler, die beispielsweise Waren über Marktplätzen wie Amazon und eBay verkaufen und diese dann und für diese dann die Rechnung ausstellen. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen, abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann vieles Wissenswertes nicht mehr. So Freunde, ich blende euch hier mal eine Rechnung ein, die alle gesetzlichen verpflichtenden Angaben enthält. Manche Dinge sind optional, die nicht unbedingt auf die Rechnung müssen, jedoch können diese drauf. Ich werde euch hier jeden Punkt einmal ansprechen und etwas dazu sagen. Beginnen wir erstmal mit dem Logo hier oben. Ihr seht es hier, ein Logo kann natürlich auf eure Rechnung drauf, was ihr selber entwerfen tut, ist aber keine Pflichtangabe. Der nächste Punkt ist hier der Punkt Nummer 1, und zwar Name und Anschrift des Verkäufers. Die Position, wie ich schon gesagt habe, kann natürlich variieren, die kann auch manchmal rechts sein und links ist dann der Käufer. In dem Fall ist hier oben der Verkäufer und muss natürlich den vollständigen Vor- und Nachnamen enthalten. Wenn ihr ein Einzelunternehmen seid, seid ihr eine Firma mit einer Rechtsform, dann muss das exakt genauso auch hier drinstehen, sowie auch die Anschrift des Verkäufers, in dem Fall ihr. Nummer 2, da kommt natürlich Name und Anschrift des Käufers rein. Ja? Wenn bei euch eine Firma kauft, dann muss auch hier der Firmenname exakt so wie auch übermittelt an euch mit draufstehen, sowie auch die Anschrift. Des Weiteren Punkt Nummer 3. Hier kommt das Rechnungsdatum, Liefer- bzw. Leistungsdatum rein, eine Kundennummer und gegebenenfalls eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vom Kunden, die natürlich optional ist. Falls aber meistens ein Firmenname kauft bzw. ein Firmenkunde, dann ist diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oftmals mit dabei. Ihr könnt die in der Software einblenden oder ausblenden, wie ihr möchtet, ist wie gesagt optional. Wenn der Kunde bei euch aus Deutschland kauft, dann ist das in der Regel auch überhaupt kein Problem, dann kann dieser auch ausgeblendet sein. Kommen wir ganz oben nochmal zu dem Rechnungsdatum. Jede Rechnung muss ein Rechnungsdatum haben, das ist ganz wichtig, und auch ein Liefer- und Leistungsdatum. Meistens ist es so, dass Rechnungsdatum und Lieferdatum gleich und identisch sind, vor allem im Onlinehandel, weil man dann die Rechnung erst generiert, wenn man die Ware auch verschickt, weil es in den meisten Fällen ja auch schon bezahlt wurde. Dann könnt ihr eine zusätzliche Bemerkung hinschreiben. Ihr seht das unter hier unten, und zwar bei dem blauen Häkchen seht ihr hier Lieferleistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum. Somit habt ihr das Ganze hier aufgehoben und braucht auch nur ein Rechnungsdatum angeben. Eine Kundennummer ist empfehlenswert, wird auch von den meisten Softwaren so umgesetzt. Dementsprechend wird hier auch fortlaufend eine Kundennummer vergeben. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, und zwar Nummer 4 haben wir hier die Rechnungsnummer. Die ist super wichtig, die ist auch verpflichtend, muss auch einmalig immer sein und fortlaufend sein. Ihr seid aber nicht verpflichtet mit 1 zu beginnen, ihr könnt auch gerne mit 1000 beginnen oder mit 10.000 beginnen und dann einfach 10.000, 1, 2, 3 und so weiter oder einfach mittendrin irgendwo. Wichtig ist nur, dass zu erkennen ist, dass das erste Rechnungsdatum bzw. Rechnungsnummer verankert sein muss und dann fortlaufend nach oben. Das ist super wichtig, damit das Finanzamt bei gegebenenfalls einer Prüfung auch alle Rechnungsnummern immer kontrollieren kann und nicht irgendwas fehlt. So, kommen wir zu Punkt Nummer 5.
Und hier ist es nämlich so, dass wir hier dann die Bezeichnungen der einzelnen Positionen dann hinterlegen und mit den jeweiligen Umsatzsteuersätzen und den Preisen natürlich. Fangen wir mal ganz von vorne an. Nummerierte Positionen müssen 1, 2, 3 und so weiter sein. Falls ihr mehrere Produkte verkauft an einen Kunden, müssen diese nummerierte nach der Position sein. Bezeichnung. Bei der Bezeichnung ganz, ganz wichtig. Diese muss genauso sein wie zum Beispiel auf eurem Marktplatz, wie das Produkt im Titel bezeichnet ist. Es kann sein, dass manchmal es ein bisschen länger wird, dann wird eine zweite Zeile genommen, aber ganz wichtig, vor allem auch bei Amazon, ist es so, dass da die Bezeichnung des Produktes immer identisch auf der Rechnung sein muss. Denn sonst bekommt man hier rechtliche Schwierigkeiten, falls es irgendwelche rechtliche Probleme geben sollte. Punkt Nummer 2 ist hier die Menge. Hier kann es sein, dass es Stückmengen angegeben sind. Man kann aber auch hier, wie zum Beispiel als Beispiel, Anfahrt und Aufbauten pauschal kann man nennen, ja. Und das Ganze wird dann mit dem jeweiligen Umsatzsteuersatz gekennzeichnet. Es gibt verschiedene Umsatzsteuersätze. Einmal für Deutschland die 19%, der normale Umsatzsteuersatz und der ermäßigste von 7%. Wenn man jetzt hier beispielsweise irgendeine Position hat mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, dann muss das auch gekennzeichnet sein. Dann jeweils die Einzelpreise und dann die Gesamtpreise der Menge, die hier erworben wurde. Punkt 6 wird hier eine Zusammenfassung dann dargestellt und zwar wird hier die Umsatzsteuersätze nochmal bezeichnet. Wenn ihr zum Beispiel verschiedene Umsatzsteuersätze hattet, dann natürlich auch hier jeweils die Umsatzsteuersätze mit 19 oder 7% auflisten, sowie die Summe des Nettobetrages, aber auch den Gesamtrechnungsbetrag hier inklusive der Mehrwertsteuer dann schon als Brutto dementsprechend. So, des Weiteren haben wir verschiedene Anmerkungen, die wir noch hier auf die Rechnung hinzufügen können. Es gibt viele mehr. Ich habe jetzt hier mal drei aufgenommen. Und zwar beim grünen Häkchen seht ihr, die Rechnung ist sofort fällig. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag ohne Abzug auf das Bankkonto. So, diese Angabe wird in den seltensten Fällen bei euch sein. Wenn ihr über Marktplätze wie Amazon und eBay zum Beispiel verkauft, dann wisst ihr selbst, dass die Bezahlung hier ja, die Marktplätze dementsprechend managen und hier meistens eine Rechnung schon ausgestellt wird, wenn die Zahlung schon erfolgt ist. Diese Bezeichnung wird in den meisten Fällen ausgestellt, wenn man eine Leistung erbracht hat, wie zum Beispiel in dem Falle. Hier wurde ein Fernseher mit Anfahrt und Aufbau in Rechnung gestellt und hier wird dann dementsprechend nach der Leistung die Rechnung fällig und muss dann bezahlt werden. Zu dem Liefer- und Leistungsdatum, was dem Rechnungsdatum entspricht, habe ich ja schon was gesagt. Das ist wie gesagt wichtig, wenn ihr nicht separate Liefer- und Leistungsdatum angeben möchtet. So, und für alle, die der Kleinunternehmerregelung nach Paragraph 19 nutzen, gehört ein Zusatz mit auf die Rechnung und zwar kein Steuernausweis aufgrund der Anwendung der Kleinunternehmerregelung nach Paragraph 19 Umsatzsteuergesetz. Hier ist es super wichtig, dass ihr dementsprechend auch die Positionen wie hier die Umsatzsteuer weglässt oder ihr macht einfach 0 dahinter, aber auch hier die Nettosumme gleich Brutto immer ist und Umsatzsteuer nicht separat mit angebt. Das heißt, bei euch, wenn ihr die Kleinunternehmerregelung anwendet, ist Netto gleich Brutto. Ganz, ganz wichtig. So, kommen wir noch zu dem Punkt 7, 8 und 9. Ihr seht es hier, bei den Punkten habt ihr hier verschiedene Angaben noch weiter zum Unternehmen. Steht optional euch frei, zumindest bei manchen, wie zum Beispiel die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder der Webadresse. Gebt diese gerne an, ist aber wie gesagt optional. Bei Nummer 8 seht ihr hier die Steuernummer oder Umsatzidentifikationsnummer und das ist eure als Verkäufer. Ihr könnt entweder die Steuernummer oder Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben. In den besten Fällen wäre immer die Umsatzsteuer-ID. So, dann, falls ihr einen Handelsregistereintrag habt, könnt ihr das Ganze hier auch angeben. Und zwar gebt ihr hier den Handelsregisternummer ein und auch das Amtsgericht. Ich sehe es hier gerade, Stand soll natürlich Stadt heißen.
Und natürlich auch den Geschäftsführer der Firma sollte auch mit angegeben sein. Falls ihr öfters Rechnungen stellt, die dann im Grunde genommen erst bezahlt werden müssen nach der Leistung oder Lieferung, dann gibt auf jeden Fall auch hier die Bankverbindung mit an. So habt ihr dann definitiv hier auch die Möglichkeit, dass der Kunde die Rechnung auch per Banküberweisung begleichen kann. Ja, Freunde, ihr habt es gesehen, so sollte eine Rechnung aussehen, zumindest mit allen gesetzlich verpflichtenden Angaben. Und ich werde euch unten in der Videobeschreibung zwei Verwalter bzw. Rechnungssoftwaren einmal zeigen. Das eine ist kostenlos, das andere ist etwas umfangreicher, wo man verschiedene Marktplätze mit abdecken kann. Findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat, euch hilfreich war. Falls ihr, wie gesagt, noch Fragen habt, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Viel Spaß, viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.